Ja, herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Heute mal mit einer etwas abgespeckteren Kameraversion, weil der Akku leer war von der anderen Kamera. Also von daher ist das jetzt gerade etwas nicht so gut. Also, wir sind auf dem Prüfstand. Ihr seht, ich habe noch kein Signal, das heißt, der Rechner fährt jetzt gerade hoch. Wir testen heute... den BGM 177 von 2015. Der eine oder andere wird es noch wissen. Ich habe damals mit dem Scooter Center zusammen den allerersten BGM-Zylinder verbaut. Da habe ich einen Testmotor draus gebaut. Und ja, der Roller ist heute hier oder war hier. Dem haben wir neue Wellendichtringe verpasst, eine große Inspektion gemacht. Also alles das, was an Verschleißteilen, was nicht wirklich viel war, aber die Verschleißteile haben wir alle gewechselt. Ja, und jetzt stehen wir hier auf dem Prüfstand. Wie gesagt, ich mache jetzt den Rechner an und dann werfen wir mal eine Leistung und gucken mal, was dabei so rauskommt. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, und jetzt melde ich mich mal hier fresh vom Büro oder von der Schnittzentrale. Kurz noch abschließend zu dem Video sei Folgendes gesagt. Das ist ein BGM-Motor. Wir haben es 2015 gebaut. Der ist also jetzt 6 Jahre alt. Das ist der BGM der ersten Generation. Das ist der 177er. Damals noch mit dem nicht beschichteten Kolben, glaube ich. Der Jörg Bien hat den damals aufgefräst, mit allem, was so ging, haben wir den versehen. Da ist eine 60er Glocke von S&S drin, ist ein Membranansauger mit einer Tassi 4 drin von MRP, ist ein Kain, ein 35er Airstriker drauf, Kupplung war eine BGM Superstrong drin, also der Motor war schon sehr, sehr hochwertig ausgestattet. Ja, und hat jetzt 26,7 PS noch und 22 Newtonmeter, muss allerdings dazu sagen, auf einer BGM Big Box Sport, wir hatten das Ganze auch mit einer Reso-Anlage getestet, da kam der auf 29 PS. Also mit einer Reso-Anlage war das ganze Ding noch ein bisschen spaßiger zu fahren. Hier vielleicht noch mal interessant wäre da mal eine Polini-Box drunter zu schneiden, wie sich das ganze Band dann weiter nach vorne verschiebt und wie die Leistungsentfaltung dann bei niedrigerer Drehzahl ist. Also das wäre mal interessant zu sehen. Aber haben wir leider nicht da. Ich habe keine Polini-Box für einen 125er, von daher passt das so. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß an dem Video. Es ist nur mal so ein kleiner Happen zwischendurch, so ein Shorty. Und ich zeige euch noch ein paar kleine Bilder mit einem kleinen bisschen Mucke hinten raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ich weiß nicht genau, wann die Zeitblase zu Ende ist, aber ich glaube, das dritte Video ist vom Quattrini schon gelaufen. Dann sehen wir uns nächsten Freitag. In diesem Sinne, Tschüssikowski!